Wer Allah subhanahu wa ta'ala oder den Propheten oder den Islam beschimpft, ist kein Muslim, ohne Zweifel. Aber jetzt, pass auf nochmal, weil einige Leute mich verstehen wollen. Eine Person kennt man als Muslim und er macht das. Dann fragt man diese Person, wieso tust du das? Du musst Allah um Verzeihung, Vergebung bitten, du musst zurück zum Islam. Dann merkst du, aha, der ist betrunken. Merkst du, der ist verrückt geworden. Und die Aussage von Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, derjenige, der Allah beschimpft, ist Kafir, egal, wenn er auch betrunken ist, wenn er verrückt ist und so weiter. Das ist eine Aussage, damit man zeigt, wie schlimm diese Sache ist. Weil es niemals denkbar ist, dass ein Muslim Allah beschimpft. Das ist nicht denkbar. Das ist unmöglich. Aber wenn der Person macht, dann muss man diese Person fragen. Aber manche Leute wollen, dass ein kleines Kind kommt und die Leute vom Islam ausschließt und dann tötet. Daesh-mäßig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Unsere Religion ist anders. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Unsere Religion ist Religion der Vernunft und Religion der Weisheit und Religion des Verstandes und Religion des Verstehens. Und wir müssen die Lage betrachten, in welchem Umfang wir reden. Als Sheikh Al-Almani danach gefragt wurde, rahimahullah ta'ala, er hat gesagt, manche Leute beschimpfen Allah, weil sie schlechte Erziehung bekommen haben oder weil sie schlechte Gesellschaft um sich haben. Da haben sie gesagt, Al-Almani hat falsche Aqida. Er meinte, das ist eine Entschuldigung. Der Sheikh hat nicht gesagt, Entschuldigung. Der Sheikh hat gesagt, wir müssen die Lage betrachten, weil er versteht. Weil normalerweise ein Muslim, der wird niemals Allah beschimpfen. Jemand beschimpft Allah, dann merkt man, ah, diese Person ist betrunken. Sag mir, ja, Sheikh al-Islam sagte auch, au hadhi lan, wenn er auch verrückt ist. Sheikh al-Islam hat das gesagt, als eine Art übertriebene Warnung vor sowas. Aber auf keinen Fall, wenn jemand verrückt geworden ist oder betrunken ist, willst du einen Betrunkenen zur Rechenschaft ziehen in solchen Themen? Oder ein Verrückter? Wer sagt sowas? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewachen. Aber einige Leute wollen Daesh-mäßig die Leute vom Islam ausschließen. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Aber nochmal, wir müssen unterscheiden zwischen einem Thema an sich selbst ist Kufur und zwischen der Person, die das macht. Nicht jeder, der Kufur begeht, ist automatisch Kafir. والله تعالى أعلم.